Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Creative Simon und zu einer weiteren Folge von Command Block City zusammen mit dem Crazy René. So heißt du nicht, ich weiß. Aber naja, der Crazy Builder ist mit dabei, wie immer, und wir sind hier beim Kletterpark. So, der Command Block. Ja, der Command Block aus der letzten Folge, den ich hier hatte, den habe ich schon wieder entfernt. Mal wieder. Und jetzt möchte ich einmal versuchen, eine Rüstung zu erstellen. Und sobald ein Spieler diese anhat und damit eine gewisse Zeit in der Luft ist, dass er dann, ja, getötet wird. Weil so können wir halt detekten, ob jemand jetzt runtergefallen ist von zum Beispiel dieser Höhe, weil wenn man springt, soll der Score erhöht werden und sobald man wieder Boden unter den Füßen hat, soll er gelöscht werden. Warum fällt mir hier gerade auf, man muss hier ja gar nicht springen, man könnte an sich hier, obwohl ab hier kann man nicht drauf rumlaufen, obwohl, doch, geht teils. Naja, das ist, genau, ein Hyperloop gibt es mittlerweile noch. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt erstmal die Bildschirmaufnahme, heißt, wir gehen, wir wechseln den Bildschirm. Ich dachte gerade, wenn ich so sage, wir machen den Hyperloop, dass du jetzt meine Sicht freischreiben willst. Nee. Ich weiß gerade nicht aufnehmen. Ich möchte hier einmal ein GIF-Command machen, und zwar, obwohl man könnte eigentlich auch sagen Replace Item, oder? Obwohl Replace Item ist wieder das Problem, wenn ein Spieler eine Rüstung anhat, kann man die nicht abspeichern. Ja, nee, weißt du halt nicht. Ja. Ui, hi, hallo. Hatte ich irgendwas für den Reis drin? Bin ich verpflichtet? Ja, ich mach's. Mir gerade nicht, dass ich so richtig. Achso. So, ich würde sagen, eine Lederrüstung mit einer Farbe, oder? Ja. Vielleicht grün. Und dann halt. Vorne ist ja schon da. Also, passt. Super. So, die Lederrüstung heißt. Wie? Frag diese Sachen. Keine Ahnung, okay. Dann benenne ich sie einfach selber. Ist jetzt tatsächlich auch ein neuer Teil, dass ich mal den Bildschirm mit übertrage, also Chrome in dem Fall. Wir nennen das Ganze Parcours. Parcours sollte geschrieben werden so. Parcours. Ich glaube, so wird es geschrieben. Mehr Strecken bauen. Stimmt. Eigentlich. Ich gerne Kommentare. Das wäre auch eine Sache, das könnten wir mitmachen. Ich habe in meiner letzten Folge gab es ein paar lustige Kommentare. Mhm. Okay. Das sind alle dummen hier einspiel. Ja. Und zwar hatte darauf Pipoli geantwortet, erinnert mich irgendwie an Titanic. Also ohne Frau. Warum sollte sie mal noch eine Frau haben? Oh. Nein, Spaß. Ja, wer weiß. Vielleicht sage ich einfach nicht alles. Warum ist das Server im Wartungsmodus? Wir arbeiten halt ein paar Sachen. Genau. Langsam, aber ist noch gar nicht. Ja, ich sitze hier und versuche einen Text einzugeben, aber weiß nichts. Ja, wir. Das kann. Das mein Name, wenn das ja. Okay, was gab's für deine letzte Folge? Weiß ich gar nicht. Oh lol. Dieser Kanal ist nicht vorhanden, wenn ihr. Ja, mein Kanal ist nicht vorhanden. Ach. Ich hab einfach mal was. Ach. Ich bin heute nicht. Ich bin heute nicht bei der Sache. Darf ich dich kurz. Ja, ich muss dich kurz unterbrechen. Ich suche gerade bei Leder, also ganz normal Leder, die Option, die Farbe zu ändern. Ich sollte vielleicht Lederrüstung auswählen. Mit dem Namen Test. Und jetzt kann ich hier auch alles einstellen. Unbreakable True. Ist an sich, glaube ich, egal. Ja, jetzt darfst du weiter berichten. Deiner Folge, Simon.
Der Kommando steht am Ende auf Nisbet und sagt Geldmantel. Das ist mir eben auch aufgefallen, deswegen habe ich das auch verändert, aber jetzt machen wir ja eh eine andere Methode. Krassen Zahlendreher in den Folgen drin. Da gab es sehr interessant. Ja, das weiß ich. Mein ja. Fehler. Nee, da war ein Fehler. Also erstmal das, was du gemacht hast, war absolut falsch. Aber da gab's. Wie ist denn? Ich weiß, geh mal in meine Playlist, weil die ist tatsächlich noch einigermaßen im Bild aktualisiert. Aber ich habe meine eigene Playlist. Ja, ich habe meine auch noch nicht aktualisiert, soweit. Deine Playlist ist gar nicht mehr aktualisiert. Ja, ich weiß. Psst. Ey Leute, schaut alle vorbei. So, ab jetzt ist die bei mir wieder. Test. Stell mal Bock aufs. Ich glaube, du wolltest sagen Speedbills, das kam gerade nicht durch. Nein, weil Streams da. Achso, Streams. Ich sehe schon die Antworten. Ja, bitte mehr Streams, bitte mehr live. Und zwar, hier war noch alles okay. Folge 1, Folge 2, Folge 3, Folge 5, 6, Folge, da war schon drin. Folge 6, Folge 7 gibt es gar nicht. Dann gab es Folge 9, Folge 10, Folge 11, Folge 10, 16, 17. Ach, es gibt ein zweites, das merke ich ja jetzt erst. So ein schwereres, glaube ich, oder? Was über die Straße führt. Ja. Gar nicht so ungefährlich. Ach, ja. Interessant. Und hier ist schon ein Fehler drin. Gibt einmal Folge 20 und danach kommt Folge 22. Theoretisch müsstest du noch eine Folge haben, die nicht drin hat. Oder ist einfach eine Folge 21. Ach. Ich hab gerade vergessen, die Aufnahme wieder zu wechseln. So, jetzt seht ihr wieder meine Minecraft-Sicht. Also, ich hab eben gerade das Jump and Run gemacht, hab mir hier die Rüstung schon angezogen. Und mir ist aufgefallen, dass es hier noch ein neues Jump and Run gibt, was wir jetzt mal kurz versuchen. Ah. Ein Duell noch. Ja, ein Duell, weil du eh schon. Oh, ich fliege. Ich cheater. Boah, es ist aber auch nicht leicht. Ja, das ist auch schwierig. Es geht für einen Profi locker. Ah! Nein! Let's go! Oh! Stell mich gerade ein bisschen dumm an. Das war close. Yo. Und ich wollte es nachmachen und hab's nicht geschafft, okay. Dein Ernst? Ja, ich wollte auch so cool darüber springen. Kommt man hier ohne Shift rum? Nee. Okay, hier muss man rüber shiften. Auch wenn hier ist noch was. Yo, das ist echt ein cooles Jump'n'Run. Okay, ich bin durch. Alright, dann werde ich jetzt mal schauen, dass ich hier diese Rüstung so programmiere. Hab ja noch ein bisschen Zeit für die Folge. So, slash give mir Command Block. So, ich baue so lange noch. Bis meine Community. So, ich hole mir mal was aus meinem Datapack-Ordner. Ich habe halt so einen Datapack-Ordner, wo ich Sachen testen kann. Aber ich glaube, ich habe keine Detection, ob ein Spieler eine Rüstung anhat. Das heißt, wir arbeiten jetzt doch nochmal mit dem Szenenwechsel. Heißt einmal hier hin. So, und wir machen jetzt mal Execute if Entity. Add P hat. Es müsste irgendwo hier sein oder da. Selected Items. Ich hab noch eine Frage. Ja, kannst die gerne stellen. Ich suche hier gerade was auf der Seite. Die Schranken, die du gemacht hast, waren die auch mit Marker umsetzen? Ja, könnte man. Das wären dann aber ein paar mehr, glaube ich. Weil das kann man hier so als Schranke. Dann machen wir hier nachher mal eine Tafel, was hier noch gemacht wird. Weil U-Bahn würde ich sagen, machen wir es auf. Ja. Oder du. Das mache ich auf jeden Fall jetzt privat mal fertig.
Ich glaube, niemand jetzt mittlerweile mehr. Ja, die U-Bahn ist halt eigentlich schon durch. Es ist halt nur noch, ich muss es überall hin platzieren und machen und sicherstellen, dass es funktioniert. Selected Item Slot Score Dimension. Kann man echt nicht mit MC Stacker testen, ob jemand eine Rüstung anhat? NBT, achso. MC Stacker. Ich kann halt schauen, ob jemand ein Item in der Hand hat. Selected Item, aber. Mag ja echt schöne Shade, aber die Shade ist so krass dunkel und verschwommen halber, als es echt ist. Weil ich es kaum. Tja, jetzt sitze ich. Jetzt sitze ich wieder hier und hab eine Idee, weiß nur nicht, wie ich sie umsetzen kann. Da seht ihr mal, was ich eigentlich für ein Command-Experte bin. Gar keiner. Aber ich könnte doch eigentlich Selected Slot. Ne, das war das. Score. Obwohl, wir können mal was versuchen. Mit Data Merge Entity und dass wir das dann verbinden. So. Hier müsste man doch. Ja, ich versuche jetzt halt den Data Merge Entity Command, mit dem man ja eigentlich irgendwo. Achso, Area Effect Cloud. Ich muss hier dann Player machen. Kann man keine Spiele mit Data Merge. Ah ne, das wäre dann Data normal, oder? Obwohl, nee. Ich bin gerade verwirrt, obwohl Replace Item ist das, was ich wollte, genau. Genau, hier kann ich dann nämlich Slot Chest ist, glaube ich, dann die Chest Plate. Und hier könnte ich dann jetzt schon mal die Daten eingeben, die ich habe. Und zwar eine Leata. Und diesmal nicht nur Leather, sondern Leather Chest Plate mit dem Namen. Test ist es im Moment. So, und die Farbe ist 00FF00. So, und damit kann ich Replace Item machen. So, das ist das. Aber kann ich das irgendwie in den Test vor Command machen, beziehungsweise testen? Es ist halt alles in der 1.13 ein bisschen verändert worden. Gut, schaue ich einfach mal. Heute machen wir einfach hast ein bisschen Testing. Angst, hast du eigentlich Angst, dass die Activity wieder Command-Toxic ist? Wobei wir eigentlich gar nicht so viele Commands haben. Command-Toxic, der Name ist eigentlich noch voll unverdient. Mensch. Nur weil da jemand die U-Bahn fährt. Ja, also ich werde mich jetzt mal ein bisschen mehr daran setzen, dass hier einige Sachen fertig werden. Das heißt, heute heute wird so eine Tüftelfolge. Das Problem ist, ich möchte jetzt nicht auf irgendeinen Webseiten die ganze Zeit suchen, wie kann ich jetzt das und das herausfinden. Ich möchte dann lieber selber jetzt hier in der Folge mal versuchen. Executive at A. So, und dann könnte ich ja NBT ist gleich so. Ja, okay. Ich glaube, ich muss doch kurz einmal googeln. Ich lasse euch jetzt einmal den Screen hier offen. Warte mal, kannst du mal Tag machen? Dann könnte ich mich hier von oben platzieren so und dann können die Leute beobachten, was du machst. Warte mal. Ich komme mal so zu dir. Okay, so. Obwohl, ich kann ja sogar in deine Sicht rein. Das heißt, ihr seht jetzt einmal kurz Renés Sicht. So. Jetzt seht ihr, was er macht. Und in der Zeit suche ich jetzt was raus. Das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit. Hallo, Freunde. Also, ich möchte Test. Obwohl, nicht Test vor. Test vor ist dann, finde ich, so die alten Sachen. Execute. So ist übrigens die beste Möglichkeit, auch Sachen zu lernen. Einfach danach googeln und dann aber auch verstehen, wie es funktioniert. Execute if. Das ist immer deine Verschwörung. Zum Beispiel, einmal hat die U-Bahn fast. Es hat schon funktioniert, die U-Bahn, ja.
Dann hat er sie komplett abgerissen, weil er gesagt hat, ich muss die Technik verstehen. Mhm. Also jemand nimmt das echt ernst. Das sollte man auch. Ja klar, also ich habe auch keine Lust, dass wir nachher hier so ein System haben, wo Spieler sich mit irgendwo hinglitschen und was auch immer. Dann hast du keinen Plan, wie du dich selbst. Execute if player is wearing a specific. Also ich suche auch immer auf Englisch, das ist die beste Wahl, weil ja, wenn man auf Deutsch sucht, findet man meistens nicht. Armor, so. Minecraft Commons von 2017. Auch kein Test. Okay, named Item in der 1.12. Ich möchte es aber für die 1.13 heißt. 1.13 einfach dazu schreiben. So. Der Google. Er weiß, wie man googeln. 2014. Schon ein bisschen her. Ja, ich weiß, aber das ist so ganz aktuell. Müsste man kontrollieren. Manchmal findet man auch über die Minecraft-Wiki-Seite was, aber die hilft meistens nicht weiter. Ich war ja übrigens gerade deine. Sieht schon cool aus. Ich kann ja so links so ein bisschen schauen, was in OBS passiert. Also, ja, wie ich sagte, Minecraft-Wiki hilft meistens nicht, ja? Oh nein, er ist das verdammt. Seht ihr mich? Das ist dumm. Oh nein, jetzt hast du mich da hingedroppt. Na gut, dann beeile ich mich jetzt was zu finden. How to check, das hätte ich auch machen können. How to check if player is Dings wearing a Lytra. Perfekt, so. Command kopiert. Jetzt bin ich zurück in Minecraft. Hallöchen. Und jetzt gehen wir in die Mitte des Ganzen. Wo ist die Mitte? Ich bin gerade orientierungslos. Wo ist die Mitte? Ist das hier die Mitte und der Anfang? Was? Ich suche gerade die Mitte vom Kletterpark und den Anfang. Ich glaube, ich von einer bestimmten Strecke oder allgemein? Warte mal. Ach ja, hier ist der Parkplatz. Ja, okay. Jetzt habe ich. Ich habe nur mein Command-Block gesucht. Also, Leute, wir lernen jetzt Commands. Execute if entity in der Distanz von 50. So ist das Jump'n'Run. Schauen wir, ob NBT Inventory. Okay, es ist tatsächlich so, wie es früher mal war, aufgebaut. Also, ob im also man muss immer Inventory machen und dann den Slot angeben. Das findet ihr auch raus, indem ihr einfach Minecraft 1.13 Slot ID List eingebt. Weiß ich sogar selber, da gibt es schöne Bilder. 102 ist also der Armor Slot. Dann ist, meine ich, 103 Hose und 104 die Schuhe und 101 ist Helm. Irgendwie so. Wie viele Minuten sind wir? Wir sind bei 18 Minuten, okay, geht noch. Folgen wollen. Abbrechen. Das wird groß. Nee, besprechen. Ach, besprechen, ja. Besprechung gibt's gleich. Ja, und dann könnt ihr hier die ID eingeben von dem Item, was da in dem Slot sein soll. In dem Fall eine. Jupp, Leata. Unterstrich Chest Plate. So, und jetzt können wir uns doch noch die Daten von MC Stacker holen. I'm sorry. Also, das brauche ich jetzt einmal. Das heißt, ich kopiere mir jetzt einmal kurz was von MC Stacker. Das könnt ihr jetzt einmal kurz nicht sehen. Okay, also Leather Chestplate, Count 1B und hier hinter kommt dann noch der ganze Kram. Die Frage ist, wie muss ich es hier reinsetzen? Leather Chestplate, also hier ist Leather Chestplate natürlich falsch. So, Komma, Display und dann haben wir das, glaube ich, richtig. Count 1 ist eigentlich egal, das können wir auch rauslassen.
Also wir schauen nach einer Leder-Chestplate im Slot 102, schauen, dass sie den Display-Name hat, also den Anzeigenamen. Das müsst ihr so eingeben, das ist auch ein bisschen kompliziert, aber es ist halt immer Slash Anführungszeichen oben, dann Text Slash Anführungszeichen oben, Doppelpunkt Slash Anführungszeichen oben, dann den Text Slash Anführungszeichen oben, Klammer zu Anführungszeichen oben. Das müsst ihr wirklich einfach lernen, um das zu verstehen. Zum Beispiel diese Anführungszeichen gehören jetzt zu den hier und dazwischen kommt dann der JSON-Code in dem Format hier. So, die Farbe kommt danach noch. Hi, ich erkläre gerade ein bisschen, wie man JSON-Texte schreibt. Was ist nochmal JSON-Texte? Das sind die Texte in den, oder wie du Beschreibungen machst, zum Beispiel die Lore von dem Item und den Itemnamen und so. Heißt Display, Doppelpunkt, geschwungene Klammer auf, Name, Doppelpunkt, Anführungszeichen oben, dann nochmal Anführungszeichen oben und dazwischen schreibt man halt im JSON-Format. So, und dann musst du immer halt Schrägstrich, Anführungszeichen oben machen, bevor du noch was anderes tust. Aber da muss man sich wirklich reinlernen, sag ich mal. So, ist das alles gemacht, können wir sagen, add s, run, say, hi, und wenn jetzt alles richtig ist und ich den auf Always Active stelle, obwohl ich mache mal einen Impuls-Command-Block und Needs Redstone. Ja, wir sind bei 21, aber wenn ich jetzt einmal den hinmache, passiert genau nichts, weil ich die Rüstung nicht anhab, doch habe ich an. Das heißt, irgendwie funktioniert es so doch noch nicht, das heißt, ich schaue mir das nochmal privat an und ja. Da René angerufen wird, mache ich die Folge jetzt alleine zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, okay. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben. Oh nein, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo und die Glocke nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten. Ich kann meinen F1 nicht. Okay, jetzt Video. Ciao.